Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Es soll ja Menschen geben, die trinken ihren ersten Kaffee erst auf der Arbeit. Wie kommen die denn überhaupt hin? Wer Käse streut, wird Liebe ernten. Alle Kinder gehen zum Friedhof, außer Hagen, der wird getragen. Die ersten drei Worte in einem chinesischen Kochbuch. Komm, Kitty, Kitty. Ohne das Stockholm-Syndrom hätte meine Ehe niemals so lange gehalten. Humor ist, wenn man trotzdem nicht zuschlägt. Mein Vater heiratet heute zum 7. Mal. Er ist für mich der wahre Herr der Ringe. Du bekommst nicht über Nacht einen Körper wie meinen. Es dauert viele Jahre der Schokolade und Vernachlässigung. Ich habe zu Hause einen Behindertenhund. Also nicht so einen, der für spezielle Sachen trainiert wurde, sondern der ist einfach nur behindert. Ich bin immer nur so dumm, wie ich die Leute glauben lasse. Die Preise fürs Zugfahren sind schon unverschämt teuer. Das sind ja richtige Banditen. Dank WhatsApp, E-Mail und Co. sieht meine Handschrift so aus, als hätte ich einen toten Dachs über das Papier gezogen. Du weißt, dass man dich eigentlich nicht mag, wenn du das Gruppenfoto machen sollst. Sich übergeben, es aber runterschlucken, bevor es rauskommt. Schrödingers Kotze. Habe auf Fortfahren geklickt. Ich bin aber trotzdem immer noch im Büro. Egal wie eilig es ist, sage dem Koch niemals, er solle in die Pötte kommen. Manchmal lese ich eure Kommentare und denke mir, hoffentlich sind die nur müde. Ich habe heute gebacken. Es gibt Massenvernichtungswaffeln. Erwachsensein heißt, wenn man keine Angst mehr vor Monstern hat, aber man zusammenzuckt, wenn es an der Tür klingelt. So ein schlecht geschnittener Film, das ist eine Katastrophe. Berlin hat sich den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Im Bundestag steht eine Orgel mit 709 Pfeifen. Ich hoffe, unsere Wirtschaft wächst schnell genug, damit wir uns bald eine neue Erde kaufen können. Einmal im Leben so motiviert sein wie eine Katze, die versucht, einen Laserpointerpunkt zu fangen. Ich finde den Klimawandel toll. Ich wollte schon immer ein Haus am Meer. Bei einer Frau muss man sich auf alles gefasst machen, außer auf das Wahrscheinliche. Warum sind polnische Kreisverkehre doppelt so groß wie deutsche? Weil man auch mit Lenkradsperre durchkommen muss. Egal wie lahm Philipp ist, der Dalai ist lahmer. Andere nennen es Winterspeck, ich nenne es Fettglasur. Steht auf Yodas Grabstein eigentlich IPR? Wenn es bald Schockbilder auf Chipspackungen gibt, dann werde ich bald Model. Bald heißt es nicht mehr Ei oder Henne, sondern Brexit oder Berliner Flughafen. Fuck, den kann ich eigentlich nicht mehr bringen. Überlegt mal, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir mehr Brüste im Internet gesehen haben, als alle unsere Vorfahren zusammen. Wieso ich so einen dicken Bauch habe? Gutes Werkzeug sollte halt unter einem Dach hängen. War heute beim Friseur und danach shoppen. Pony und Kleid. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.